Nun, es hat etwas gedauert, doch nun kommen wir endlich zu den Magister Negi Magi Overs. Die Overs bei Magister Negi Magi finde ich besonders interessant, da die Overs nicht nur verwendet werden, um Bonusmaterial zu kreieren oder Szenen aus dem Manga zu animieren, die in den normalen Anime-Ablauf nicht reingepasst haben, sondern auch noch dazu verwendet werden, um die Serie in animierter Form weiterzuführen. Aber leider auch nur teilweise. Nun, reden wir nicht lange über den heißen Brei, beginnen wir. Davor will ich aber auch noch erwähnen, dass ich spoilern werde, also schaltet weg oder lasst es sein. Mir ist es ehrlich gesagt egal. Wenn ich ehrlich bin, es gibt nicht viel zu diesen beiden Specials zu sagen. Beide wurden zwischen Magister Negi Magi und Magister Negi Magi Negima veröffentlicht. Also der Zeitpunkt, wo Shaft Animation die Animation der Serie übernommen hat. Und man könnte beide Episoden praktisch gesehen als die berühmte Strand-Episode bezeichnen. Der Unterschied ist, dass der erste Special an einer Szene aus dem Manga basiert, wo die Schulklasse zu Ayakas Privatstrand reist. Das andere Special ist eine Original-Episode, wo Nonoka durch einen Zauber mit Negi an einen Faden gebunden ist und mit ihm den Tag verbringen muss, währenddessen die Schulklasse einen Ausflug zum Badehaus macht. In anderen Worten, klassisches Overmaterial. Natürlich könnte sich jetzt einer fragen, warum ich diese beiden Specials überhaupt erwähnt habe, wenn es nicht viel zu sagen gibt. Nun, sagen wir es einfach mal so. Ich will es zumindest mal erwähnt haben, für den Fall, dass sich jemand darüber beschweren könnte, dass ich die beiden Specials nicht erwähnt habe. Maho Sensei Negiba Shiroki Tsubasa alla Alba ist praktisch gesehen der Punkt, wo gesagt wurde: Wisst ihr was? Scheiß drauf! Statt eine ganze Serie zu erstellen, machen wir lieber Overs, wo bestimmte Punkte im Manga animiert werden. So vergessen wir einfach mal das Ende von dem ersten Anime und am besten vergessen wir auch noch gleich den Spin-Off. Dieser Over findet nach dem Kampf mit einem schweren Spoiler-Charakter statt. Negi und seine Gruppe aus Paktio-Partner, als auch andere Leute, die aus anderen Gründen involviert sind, entscheiden sich für die Sommerferien zu Negis Heimatort in Wales zu reisen. Der Grund dafür ist, weil Negi immer noch mehr über seinen Vater herausfinden will und glaubt, dass er mehr Informationen in der magischen Welt findet. So, für die drei Personen bereitet sich die Gruppe physisch und mental darauf vor, über die Sommerferien in die magische Welt zu reisen, währenddessen um sie herum Ereignisse geschehen, die nicht einmal mit Kämpfen zu tun haben. In der ersten Episode versuchen Schülerinnen, die zurzeit noch nicht zu Negis Gruppe dazugehören, die Mitfahrerlaubnis, die in Form eines Flügelanhängers hat, zu stehlen, weil sie unbedingt mit Negi mitreisen wollen, unwissend darüber, was genau Negi eigentlich machen will. In der zweiten Episode kommt Negis Kindheitsfreundin Anya zu Besuch und sie lernt seine Klasse kennen. Nicht gerade glücklich darüber, dass Negi mit so vielen Mädchen jeden Tag abhängt, passieren währenddessen alle Arten von seltsamen Sachen. Die dritte Episode könnte man als simple Ansammlung von kurzen Szenen beschreiben, wie die Schülerinnen ihre Sommerferientage verbringen, als auch, was die Gruppe macht, bevor es losgeht. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, wo ich noch nicht die Manga-Reihe gelesen habe und dann kommen dann plötzlich diese ganzen Charaktere vor, die ich überhaupt nicht kenne. Wie zum Beispiel Kotaro oder Albiro Ima. Ja, ich weiß, ich habe den letzten Namen gerade herausgesucht. Ich konnte mir einfach den Namen nicht merken. Jedenfalls finde ich, das ist eine großartige Over. Es hat gute Musik, es hat gute Animationen, es hat lustige Momente. Das einzige Negative, was ich wirklich dazu zu sagen habe, ist, je länger ich es mir anschaue, desto mehr wünschte ich mir, dass es eine komplette Serie animiert wurde und nicht nur den Anfang und ein paar Szenen im späteren Verlauf des Mangas. Und dann erinnere ich mich daran, wie alles gegen die Wand gefahren wurde. Und nun habe ich mich schon wieder selber traurig gemacht. Jedenfalls, kommen wir zum nächsten. Mao Sensei Negima Mu Hitotsu no Sekai. Die zweite Over, was genau dort weiterführt, wo die erste Over aufgehört hat. In Kurzfassung ist es in etwa so: Negi und seine Gruppe waren gerade dabei, in die magische Welt zu reisen, als dann plötzlich Probleme auftauchten. Zuerst stellte sich heraus, dass 5 der Schülerinnen, die nicht zu Negis Gruppe gehörte, ihnen bis zum Teleporter gefolgt sind. Und als das nicht schon schlimm genug war, tauchte Fate,
Eine Person, die einige vielleicht noch aus dem ersten Magister Negi Magi Anime kennen, mit seiner Clique auf und verletzte Negi schwer. Nach einem erbarmungslosen Kampf wurden alle Anwesenden mit einer erzwungenen Teleportation in der magischen Welt verstreut. Negi gibt sich selber die Schuld, dass er seine Schülerinnen nicht verteidigen konnte und sucht nun nach einer Weise stärker zu werden, worauf er auf den alten Freund seines Vaters Rakan trifft, der ihm beim Training helfen kann. Währenddessen gewöhnen sich die anderen Charaktere daran, dass sie in einer anderen Welt befinden und fangen an, sich gegeneinander zu suchen. Und das ist praktisch gesehen der ganze Over. Währenddessen Negi mit Leuten kämpft und durch Evangelines Zauberformel schwarze Magie erlernt, schauen wir uns an, was die anderen in der magischen Welt so treiben. Und der Highlight der Over ist, dass Yui Amnesie bekommt und Schülerin in einer magischen Schule wird. Besonders liebe ich das Shizame. Diejenige, die früher am meisten was gegen Negi und ihre eigene Klasse hatte, nun eines der wichtigsten Unterstützungen für Negi in diesem Isekai-Kapitel wird. Genau genommen realisiere ich beim erneuten Anschauen, wie sehr ich Shizama als Charakter liebe. Sie ist simpel gesagt wie keine bullenscheiße Frau, die Negi Verstand einredet und einprügelt, währenddessen beide ständig von Kampfsüchtigen umgeben sind. Nun, das war alles, was ich dazu sagen kann. Kommen wir zur letzten Over. Gekiyoban Mahou Sensei Negima, The Movie Anime Final. AKA, der Manga hat ein beschissenes Ende, so lass es uns versuchen, es zu verbessern. Der Film. Es beginnt damit, dass wir eine Kurzfassung des finalen Kampfes zwischen Negis Gruppe und Fates Clique sehen. Ab zu dem Punkt, wo sie die meisten Manga-Leser denken, ist das euer Scheiß Ernst? Danach wird zur Schule geschnitten, wo sich die Klasse auf ein weiteres Fest vorbereitet. Als dann Negi die Information erhält, dass es langsam Zeit wird, dass er von massenhaften temporären Verträgen langsam zu einem einzelnen festen Vertrag umsteigt. In anderen Worten, du hast einen Tag lang Zeit, dir eine feste Vertragspartnerin und feste Freundin auszusuchen. Die anderen werden nicht nur ihre Verträge verlieren, sondern auch sämtliche Änderungen über Magie. Wovon ich ehrlich gesagt kein Fan bin. Das mit dem festen einzelnen Vertrag kann ich ja noch verstehen. Ich meine, das wurde davor schon erwähnt. Doch dass man die Inneren dabei verliert, wurde nie irgendwo erwähnt. Was dafür sorgt, dass es sich wie ein unnötig hinzugefügter Konflikt anfühlt. Ebenso machen sie es deutlich, dass nicht alle ihre Erinnerungen verlieren. Die machen es aber nicht deutlich, unter welchen Bedingungen man seine Erinnerung verlieren kann. So für die nächsten Minuten sehen wir dann die letzten Herausforderungen zum Kampf, bevor sie dann alles vergessen werden. Als auch wie einige Schülerinnen darüber grübeln, was der Veränderungsverlust für sie bedeuten könnte. Was für einige Charaktere relativ seltsam ist. Chachamaru zum Beispiel ist eine Maschine gebaut mit Magie und Technik, was auch gleichzeitig eine feste Partnerin mit Evangeline ist. So, warum würde sie denken, dass sie ihre Erinnerung zu Negi verliert? Jedenfalls nach 45 Minuten kommt der wahre Konflikt zum Vorschein. Der Mars fällt auf die Erde und der Einzige, der uns noch helfen kann, ist Negi. Es wird nämlich Zeit, die magische Welt mit der Erde verschmelzen zu lassen. Doch damit dies möglich ist, muss er nun seinen festen Partner wählen. Nun für wen wird er sich nun entscheiden? Ganz einfach, er wählt seine ganze Klasse als festen Partner aus, was komplett gegen die vorherige Erklärung geht. Und es funktioniert. Wollt ihr mich verarschen? Die Klasse arbeitet dann zusammen, um die Barriere vom Mars zu zerstören, damit die Verschmelze beider Welten durchgeführt werden kann. So, ist dieses Ende besser als das vom Manga? Nun, darüber könnte man sich richtig heftig streiten. Wenn ich ehrlich bin, es wäre gar nicht so schrecklich, wenn man dieses klischeehafte Haarenende nicht eingefügt hatte und einfach mal dafür gesorgt hätte, dass er sich jemanden ausgesucht hätte. Yo, wir sind nun am Ende des Videos angekommen. Wir sind aber trotzdem immer noch nicht fertig. Ein Kapitel müssen wir nämlich noch abschließen. Jedenfalls, das war mein Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, schreibt mir in den Kommentaren, was ich ändern sollte.